Hallo Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge LS22 Italia auf der Italia. Wer jetzt mal wieder gedacht, wir sind wieder am Start. Ja, neue Woche, neue Aufnahme, Season und ja. Was geht die Woche? Könnt ihr den Plan euch reinziehen? Ich werde es euch auf jeden Fall auch noch erzählen. Jetzt will ich erstmal hier durchswitchen, was hier ansteht. Wir striegeln. Und den müssen wir am nächsten Wegpunkt weitermachen lassen. Der müsste jetzt auch demnächst fertig sein. Da fehlt nur noch das Vorgewende, glaube ich. Und dann können wir den auch umsetzen. Genau, wir müssen weiter striegeln. Also es wird jetzt nicht so spannend die Woche. Weil wir das große Feld haben wir selber angefangen. Deswegen müssen wir es auch selber fertig machen. Wenn wir jetzt nämlich den Curseplayer drauf schicken lassen würden, dann würde der die Hälfte nochmal machen. Und das ist einfach Zeitverschwendung. Deswegen machen wir das jetzt selber fertig. Dann zwischendurch müssen wir die Walze umsetzen und dann können wir, wenn wir irgendwie hier fertig sind oder wann auch immer, nochmal tauschen. Dann fahren wir Walze oder keine Ahnung. Es steht jetzt auf jeden Fall nichts mehr weiter an, außer Walze und Striegeln. Dann ist nämlich schon wieder Vorspulen und Düngen wollte ich noch einmal. Aber wir müssten eigentlich eh auf der Hälfte der Felder noch mal Bodenproben nehmen. Wir machen jetzt einmal ein komplettes Jahr Raps, haben wir ja gesagt. Das machen wir jetzt, oder müssen wir ja machen für unsere Ölfabrik, die wir ja gekauft haben. Und wenn wir das geerntet haben, den Raps, und dann in diesen Rapszyklus reinkommen, weil wir jetzt wirklich Raps durchballern müssen, oder wollen müssen, wie auch immer, wegen der Ölproduktion. Wenn jetzt das erste Jahr rum ist und das zweite dann anfängt, wir alle Felder gleichzeitig bestellen können, dann gehen wir alle nochmal durch mit Bodenproben und schauen, dass wir die dann nochmal vielleicht kalken. Bis dahin haben wir dann auch ein bisschen Geld von der Produktion reingeholt. Da können wir dann eben in Kalktechnik investieren, beziehungsweise wir hätten sogar einen Kalkstreuer und so weiter. Genauso wie wir dann auch Steine sammeln und so weiter. Das machen wir jetzt dann alles, wenn einmal alle Felder runter sind und wir alle nochmal neu machen. Ja. Wenn wir jetzt, wie gesagt, in der Ernterunde oder in der, ja, wie nennt man das, in der Runde jetzt haben wir ja hier in den Striegel und die Walze investiert. Jeweils knapp 9.000. Die Walze, glaube ich, genau 9.000, der 9.5. Haben wir investiert. Und einen neuen Drescher haben wir uns ja auch gekauft. Es heißt, das ist erstmal safe und die Produktion eben. Und jetzt müssen wir ballern. Dadurch, dass wir alles auf 6 Meter fahren, sparen wir jetzt halt übelst die Zeit mit den Kursen. Sondern wir haben mal einen Kurs, mit dem wir alles machen können: Säen, Striegeln. Guck mal, wir brauchen. Der macht eine Feldumrundung in der Zeit, wo wir eine Bahn fahren. Alter, hoppala. Ja. So schaut's aus. Jetzt habe ich angehoben. Na. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Eigentlich nichts. Es wird jetzt erstmal nicht mehr so spannend. Es geht weiter. Ey Leute, wir sind Aufrufzahlen technisch momentan echt, echt gut dabei. Wir haben kaum Videos unter 20 Aufrufe zum Aufnahmezeitpunkt in den letzten Wochen. Ist absolut krank. Abonnententechnisch geht es auch weiter, nicht so steil wie die letzten Wochen, aber es geht weiter. Wir nähern uns der 500. Wir sind jetzt, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt bei 408, Quatsch, 486. Ihr wisst, der 12-Stunden-Stream kommt dann, wenn wir die 500 haben. Ich freue mich drauf. Schauen wir mal. Sonst, was geht die Woche noch? Wir haben heute Morgen Italia, wir haben Mittwoch und Donnerstag Bausimulator. Freitag haben wir wieder den Minibrunn-Tag. Da kommt 16, 15 und 18 Uhr eine Folge Minibrunn. Samstag kommt eine Reaction und am Sonntag geht's mit Lego wieder los. Nicht direkt mit Lego, also kommt noch kein Set-Review, sondern es kommt ein kleines Unboxing. Und danach kommen Set-Reviews wieder. Also sprich, nächste Woche kommen wieder Set-Reviews. Welches das als erstes kommt und was, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es ist auch eigentlich gar nicht wichtig. Die werden nicht
in der Reihenfolge, wie wir sie gebaut haben, wenn die reviewed. Also es kann sein, dass jetzt erst das Gunship kommt und das 332. Battle Pack ganz als letztes kommt. Fakt ist, diese Staffel von den jetzigen Lego Sets, die endet mit dem Venator Class Sternzerstörer. Das ist Fakt. Der steht auch da hinten noch. Der ist auch noch, den habe ich auch noch gar nicht angefangen. Den fangen wir auch erst, was weiß ich, irgendwann im November an wahrscheinlich. Wir haben jetzt noch ein Set. Das ist Ewing gegen Shin Starfighter. Das muss man noch bauen. Das bauen wir zum Aufnahmezeitpunkt morgen, also letzten Sonntag für euch. Werden wir das anfangen oder fertig bauen, je nachdem. Und genau, noch irgendwas. Genau, und dann werden die Reviews nach und nach kommen von den ganzen Sets. Und dann kann es sein, dass wieder ein bisschen Pause ist und dann kommt irgendwann der Venator-Class Sternzerstörer. Und im Dezember ja der Adventskalender und na, ihr wisst Bescheid. Ja, ansonsten streamtechnisch sind wir gut dabei. Also wir ballern jede Woche, sind wir mindestens einmal live. Also die letzten Wochen haben wir jetzt eigentlich immer Samstag und Sonntag gestreamt. Samstag Gaming, Sonntag Lego bauen. Letzte Woche war Samstag kein Stream, da war ich unterwegs und wir haben Sonntag South Park gezockt. Und jetzt diese Woche, nee, vorletzte Woche war das. Und letzte Woche war wieder Gaming Lego. Und die Woche muss man mal schauen. Lego wird man wahrscheinlich nicht machen. Wenn man überlegen, ob wir Sonntag dann weglassen oder ob wir Sonntag einfach zocken. Müssen wir mal gucken. Aber irgendwas wird schon kommen, denke ich mal. Also es bockt auf jeden Fall. Ja, wir Bausimulator haben jetzt auch vor kurzem gestreamt. Das, da haben wir auch ein bisschen was gemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich. Also für euch ist ja wieder vorbei. Also wenn ihr das seht, habe ich ja schon gestreamt. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich Bausimulator nicht aufnehme jetzt hat. Sondern heute Abend streamen und dann wieder die letzte halbe Stunde vom Stream mit euch zusammen gleich aufnehmen. Also wieder live aus dem Stream. Weil ich hätte eigentlich schon Bock, Bausimulator zu streamen. Andererseits hatte ich heute geplant, Mühlenkreis Mittelland wieder zu streamen, also LS22. Da hätte ich tatsächlich auch Bock drauf. Als 50-50, also ich weiß es noch nicht. Aber Bausimulator wäre ja schon mies geil, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir müssen jetzt einmal ganz kurz direkt die Walze umsetzen. Ach Gott, was mache ich denn? Wenn wir eh schon in der Map sind, 13 machen wir weiter. Feld 13. Alter. Wartet mal kurz. Warte mal, irgendwas klopft an meiner Wand, aber ich. Ist es ein Vogel oder what the fuck? Was ist das? Ja, Leute, da klopft so ein dämlicher Vogel, Alter, an meine Hauswand. Ich denke mir schon, hä, was klopft hier an der Wand? Ich wohne doch oben. Da kann eigentlich so unauffällig hier keiner klopfen. Ja. So. Ah, das Ding habe ich jetzt auch komplett verrammelt. So, jetzt, wo sind jetzt erstmal die 11? Die 12. Oder welches da hinten? Wo war man jetzt eigentlich stehen geblieben? Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja irgendwie auch wurscht. Suchen wir jetzt hier erstmal den Startpunkt.
Der Case gefällt mir, einer der schwarze. Der Case Puma ist eh ein richtig geil. Also ich finde ihn richtig nice. Aber der neue, der mit der runden Haube. Weil wir machen am ersten einfach. Wird wahrscheinlich nichts ändern, aber Safety first. Ich mag den Case Puma richtig. Ist ein richtig schöner Bulldog. Vor allem der ältere, also der, den wir jetzt hier haben. Weil der. Weil der neue mit der Optum-Haube, also mit dieser runden, es passt halt gar nicht zum Puma. Ich finde, diese runde Haube bei Case ist, sieht bei jedem Bulldog gut aus. Beim Optum, beim Magnum, beim Maxum, außer beim Quadrag und beim Puma, da sieht's scheiße aus. Der neue Quadrag, der sieht ja, also der gefällt mir vom Aussehen gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dieser runden Haube. Ist genauso wie bei Fendt, die 1050 Haube, die ja der 942 hat und der 1050 und auch der 728, aber beim 700er gefällt mir die gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gefällt mir die alte besser. Weil der Puma ist ein ganz, ich finde, es ist ein schöner Bulldog von Case. Dann können wir mal gucken, was wir sonst noch Bulldog-technisch, so Mod-technisch drin haben. Vor allem größer. Bei großen haben wir eh nicht viel. Da haben wir die ganzen Fast-Tracks. Ist das das Froschauge? Oh, yes, das ist das Froschauge. Eigentlich ist es ein echt hässlicher Bulldog, aber irgendwie hat er auch was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, 900er, 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 900er. Der hier wäre auch was für uns. MF, der 8S. Der 8R gefällt mir auch richtig gut, ey. Und der ist nicht so teuer, ne? Mit 25.000. Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, in welche Richtung wir weiterfahren müssen. Wir sind doch jetzt in die falsche Richtung gefahren. Wir müssen doch in die Richtung striegeln, Alter. Oder? Ach. Ja, hier müssen wir striegeln, auf der Seite nicht mehr, ne? Ja. Ne, dass wir jetzt hier in die falsche Richtung fahren. Ah, das wäre saublöd. Ja. Siombre, Freunde. Das neue. Warte mal. Ich bin gerade auf Insta. Oha, wir haben Release-Datum. Für Land of Italy, Freunde. Weil ich hier gerade sehe bei Edo Mods. Land of Italy ist ja, Edo Mods ist der Modder von der Italia Map. Und der hat ja eine neue Map gebaut. Die Land of Italy heißt die. Und die erscheint am 29.10., Freunde. Und ich will jetzt nichts, ja, weder was versprechen noch was sagen, was ich später mir so denkt, oh, hätte ich es lieber nicht gesagt, aber ich bin am Überlegen, ob wir das Italia-Projekt beenden und dann mit dem Kontostand von der Italia auf Land of Italy switchen. Also wir sprich, wir verkaufen die Maschinen, wir verkaufen die Länder, wir verkaufen das Erntezeug, also Getreide und so weiter. Und ziehen mit dem Kontostand, den wir dann erwirtschaftet haben, sozusagen auf die Land of Italy. Also der wird wahrscheinlich nicht so hoch sein. Abzüglich wahrscheinlich. Oder das können wir dann noch ausmachen, wie wir es machen. Abzüglich der. So, was ist das? Abzüglich dem Kredit natürlich. Also, beziehungsweise, was heißt natürlich? Wir haben 500.000 Euro Kredit offen. Wird man dann entscheiden, ob wir den. Ob wir den dann vergessen und den lassen wir hier oder ob wir den mitnehmen auf die Land of Italy oder ob wir die 500.000 von dem Kontostand dann abziehen, falls wir überhaupt auf 500.000 hochkommen. Dazu glaube ich fast nicht, weil so teuer sind die Grundstücke hier nicht. Deswegen kriegen wir da nicht viel Geld.
Und maschinentechnisch sind wir auch nicht so teuer aufgestellt. Und, ne? Der Case und der Drescher würden halt ein bisschen was bringen, aber der Fiat und auch der Fendt hier und alle, das bringt nicht viel Geld. Wir haben keinen hochwertigen Fuhrpark, Freunde, wenn wir hier mal reinschauen. Na, ja, der Case, aber die zwei bringen nichts. Der Drescher bringt ein bisschen was, kippertechnisch nichts. Schneidwerk bisschen, ja, aber nichts, nichts. Das bringt alles kein Geld, Freunde. Also, ja, verdienen wir schon mal kein Geld oder kriegen wir nicht viel zusammen. Und die Ländereien, 40.000, das sind 128, das sind 30, das sind nochmal 80. Das ist eine Million wert? What the fuck, Alter? Okay. Ja, okay, dann können wir es doch, weil dann das wäre übertrieben, mit einer Mille dann drüber zu wandern. Hä, warum ist denn das der Hof eine Million wert, Alter? Weil dann. Dann müsste ich gerne überlegen, ob wir einfach umziehen, Alter, den Hof hier weggeben mit einer Mille. Uns einen kleineren Hof kaufen. Und dann weitermachen. Das Ding wäre jetzt, falls wir uns dazu entscheiden, auf Land of Italy zu wechseln, dann wäre das in 8 Tagen. Das heißt, nächste Woche wäre es soweit. Das heißt, die Folgen wären eigentlich schon theoretisch für den Arsch. Ich werde mir die Map erst anschauen. Wir können uns die auch zusammen im Stream anschauen. Oder wir machen ein Video, wie auch immer. Und dann entscheiden wir, wechseln, neues Projekt, zusätzliches Projekt, Stream-Projekt, wechseln wir von der Mittelgrad-Mühlenkreis-Map auf Idland. Von den Bildern sieht sie geil aus, die Map. Und von der Erfahrung oder von dem Stil von Edomods wird mir die Map wahrscheinlich auch gefallen. Ob sie dann letzten Endes geil wird, das sehen wir dann, wenn sie jetzt dann draußen ist. Aber ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, bin ich ganz ehrlich, die zu zocken. Ich weiß nicht, wenn sie geil wird, die Map, dann werde ich sie auf jeden Fall wahrscheinlich privat spielen ein bisschen. Oder halt mit euch im Stream ein bisschen. Ob wir dann ein YouTube-Projekt machen oder ein richtiges Stream-Projekt. Das entscheiden wir dann. Oder halt sogar hier Italia wechseln. Weil ich sehe es jetzt nicht so sinnvoll, zwei Maps auf einer italienischen Karte. Das fühle ich jetzt nicht so. Ja. Es wäre ist ja, vor allem wär auf dem Projekt dann nichts Besonderes anders jetzt, ne? Wir haben zwei gleiche LS-Projekte, Minibrunn und Italia. Nur das eine, da dreht sich eigentlich hauptsächlich um die Map, weil die Map halt richtig geil ist, Italia. Beim anderen dreht sich's ja eher um Maschinen und na und so weiter. Weil die neue Minibrunn und hat auch ein bisschen so Oldschool-Vibes für den Kanal, weil ja das Minibrunn-Projekt im LS19 damals den Kanal ja mit hochgepusht hat oder mit groß gemacht hat. Oder, na, ihr wisst, was ich meine. Deswegen. Müssen wir halt mal schauen. Und Italien ist eigentlich so das einzige Projekt halt so. Deswegen würde ich Land of Italy tatsächlich in Erwägung ziehen und Italien halt dann eben switchen. Und ich weiß gar nicht, bei wie vielen Folgen wir sind, aber das dürfen wir dann jetzt auch einfach mal. Ja, am Anfang haben wir ja noch gesagt, wir ziehen das Projekt durch bis zum Ende. Aber weil ich ja die Italia-Map so geil finde. Aber da wusste ja noch keiner, dass es eine zweite Map von Edomods gibt, die im italienischen Stil ist. Deswegen schauen wir mal. Aber wie gesagt, das entscheiden wir, wenn die Map draußen ist. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Wir sind eh schon über Zeit. Bis dahin, peace out und ciao.